Ey, ich guck gerade deine Videos, wieso rufst du mich an? Ja, was machst du? Der Chat sagt, du beobachtest mich ja beim Stream. Ey, ich finde dich einfach so toll. Ich gucke rein und sehe da, wie du da irgendwie, weiß ich nicht, die Holzblöcke wieder in die Erde rammst und guckst und machst und tust. Krokodil. Hast du meine Storys heute gesehen? Nein. Warum? Ach so, ihr wart heute in mit der Reptilien, ja? Naja, quasi da mit der Auffangstation Farmding, ne? Und? Ich sag's dir, also... Ach, ich hab keine Angst vor Tiere. Mit Giftschlangen und so, ne? Ich hab keine Angst vor die Schlangen. Ich hab das Einzige, komplett, vor was ich Angst hab, ist, dass das Nikotintier dort nicht vorbeikommt. Ich sag's dir ehrlich. Du musst Nikotinbaum finden, ne? Ey, ich hab wirklich, das ist wirklich, das macht mir die größten Ärger gerade. Echt, dieses Nikotin. Ich hab's versucht, weniger zu machen und hatte richtige Probleme. Ja, glaube ich, klar. Ich meine, das ist ja eine Sucht, das ist ja Abhängigkeit. Dein Körper verlangt ja danach, weißt du? Ja, und du spielst mit Suchtkranken. Klar. Doch, eins im Chat. Aber es war eine freiwillige Entscheidung, Knossi. Es war keine freiwillige Entscheidung. Da wusste ich die Regeln noch nicht. Achso, weil du dachtest, du kannst 7 Stangen Kippen mitnehmen, oder was? Ja, normalerweise Gegenstand ist Gegenstand. Oder eine Schachtel wenigstens. Komm, mach jetzt! Ja, gib mir die Schachtel jetzt! Knossi, ich bin Teilnehmer. Ich habe gar keine Entscheidungsgewalt bei dieser ganzen Geschichte. Die dürfen auch ihre OBs! Du vergleichst jetzt deine Kippen mit den OBs von Frauen? Mann! Wenn das Twitter hört. Ach ja! Ja, da ist heute noch, das brennt. Ja, aber mit deinem Namen wieder. Ey, ich sag dir wirklich, ich mach dir echt das Größte, was ich gerade am Problem habe, ist der Nikotin. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun mit dir? Wann kriegen wir denn mal einen Flug geschickt oder was? Ich hab doch keinen Flug, nix. Ja, was? Flug. Hast du noch nichts? Nein, wirklich gar nichts. Kein Flug, kein nichts. Aber du hast das Datum schon. Ja, Datum habe ich. Ja. Datum hab ich. Naja, dann passt doch. Habe ich noch niemandem öffentlich erzählt oder ist das egal? Nee, das behalten wir nochmal für uns. So, das würde ich für. Das machen wir, wenn es dann soweit ist, würde ich sagen. Weil sonst, du weißt, wie es ist, sonst stehen da nachher irgendwelche Leute und dann. Na, schwierig. Datum habe ich und leider ist Datum schon bald. Ja. Morgen 12 Uhr, ich habe es gesehen, geht der große Teststream. Ich habe mir gestern, Knossi, 5 oder 6 Stunden lang dein VOD vom großen Shopping-Stream mit BB Online-Shop reingezogen. Okay. Komplett. Ja, okay, dann würde mich mal interessieren, deine Meinung. Nein, du hast ja einmal alles. Du hast ja alles komplett genommen. Du hast ja den Shop leer gekauft, die haben jetzt nichts mehr. Ja, weil ich halt mal ausprobieren. Also ich möchte mich halt auch mal in so einen Biwaksack legen. Dann habe ich noch deine Redaktion da angerufen. Die waren wieder, also den Ton, den die drauf haben, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Die haben gute Laune mit dir, auf jeden Fall. Was? Das ist alles verboten und immer mit einem Ton, weißt du, wie in JVA. Weißt du, ein Wärter. Du, wir machen da keinen Kindergarten. Die haben natürlich auch ein gewisses Auftreten. Sag ich mal, habe ich den geschult gegenüber allen. Ey, das ist echt übel. Auch du hast selber gehört mal. Ja klar, ich hab's mir angehört, wie er telefoniert hat. Ja, krass. Aber wie du in die Verhandlung rein bist mit deinem komischen Seil. 9 mm, 9,3 Ketterseil, 6,8, 4, 3 mm, 3 Stränge, 12 Stränge. Ja, pass auf. Mit Seil und wie viel Stränge, das war mir gar nicht, das habe ich ja noch nie gehört. Selbst in deinem Regelvideo kam das nicht zu Dings. Es kam nur zu Wort, dass man keins mit einem Angelseil und mit einer Zündschnur und was weiß ich. Das ist es ja nicht. Und der Mann vom BW Online-Shop, der Stefan, der war sich dessen auch nicht bewusst. Der hat die Sachen ja auch guten Gewissens gewählt. Und dann kriegen wir wieder eine reingewirkt wegen einem verdammten schwingender Schnur. Ich hab's gesehen. Ich habe mich tierisch amüsiert. Ich bin da völlig entspannt. Also, weißt du, Ich habe mir gedacht, komm, pack mal Schnur mit drauf, Paracord 6 mm, irgendwie sowas in die Richtung, soll halt kein dickes Tau mitnehmen, ist ja klar. Aber was dann final das Orga-Team entscheidet, da habe ich tatsächlich dann auch keine, weißt du, das machen die halt so. Ja, aber ich meine, mir ist es ja überhaupt eine dicke Schnur oder was. Ja. Ey, was soll ich jetzt, wo soll ich denn noch Abstriche machen? Nee, ist doch, aber haben sie dir nicht final doch erlaubt, war doch irgendwie sowas. Ja, haben sie mir erlaubt, aber meinst du, für mich wird es am Ende einen Unterschied machen? 6, 7, 8 mm? Oder meinst du, ich kordel das auf? Ich kordel gar nichts auf. Ich liege in meinem eigenen Saft und im Dreck. Richtig, und das ist genau das, was wir wollen. Gib mir lieber Pflanzen, die ich dort rauchen kann, die halluzinogen sind. Ich würde erst mal an der Kröte lecken. Ja? Vielleicht hilft das. Verarsch mich doch, ich kann ja nicht an der Kröte lecken. Kann man machen, machen teilweise auch in gewissen Regionen einheimische Menschen, die dort leben, lecken auch an der Kröte. Ja. Und dann wird aber richtig ums Feuer getanzt. Echt? So. Ja, ich glaube, da sind die Kippen auch vergessen. Also. Bei den Dings. Aber es gibt natürlich auch so Giftpfeilfrösche, ne? Du kennst ihn ja. Mit einem Blasrohr. Da darfst du nicht verwechseln, sonst. Ja. Gemeine Kiss, kleiner Pipi mit 5 €. Ich hab Bock auf dich. Dankeschön.
kam gerade eine Dono rein. Da kam gerade Donation rein, wirklich kein Spaß. Ja, nee, ich brauche irgendwas, was ich, ey, mit dem Nikotin habe ich echt ein großes Problem. Das habe ich gemerkt. Ja. Also ich glaube, das wird am schwierigsten, weil... Ja, aber ich, du weißt noch nicht, ob du 7 Zigaretten mitnimmst oder nicht, ne? Okay, ich frage dich, welchen Gegenstand lasse ich weg? Moskitonetz? Schlafsack. Wirklich? Ja. Aber ich habe, wirklich, ich habe mir heute Nacht noch gedacht, das ist mein Kissen. Weißt du, was ich meine? Ja, du, kann ich völlig verstehen. Im Endeffekt, pass auf, ganz einfach. Das, was du da gesagt hast, Moskitonetz ist klar. Wasserfilter, Feuerstahl, Messer, Schnur war auch klar. Und im Endeffekt bist du ja gerade, Moskitonetz klar, du bist am Überlegen, okay, Biwaksack, Tarp oder Hängematte. Ja, genau. Und dann hast du diese Schlafsackgeschichte. Und im Endeffekt ist der Schlafsack ein absoluter Luxusgegenstand, aber auch deine Zigaretten wären ein Luxusgegenstand. Ja. Das heißt, eigentlich musst du dich entscheiden zwischen, was will ich? Will ich meinen geschmeidigen Untergrund, wo ich mich vielleicht nochmal zudecken kann, ein kleines Kissen basteln kann, oder will ich die Zigaretten? Und ich dachte sogar so weit, ich weiß nicht, jetzt denkst du auch wieder schlau. Angenommen, es regnet dort immer, du findest nichts Trockenes, dann schneide ich mir den Schlafsack ein bisschen auf und nehme das als Zündermaterial. Ja, weiß nicht, ob das geil brennt. Kann auch sein, dass es nur so weg, so, weißt du, wie wenn so Haare anbrennen, dass es so wegschmilzt einfach nur. Ich glaube, das brennt nicht geil. Okay. Aber, Ja, aber ey, ich brauche, sag mal ganz ehrlich, okay, jetzt mal ganz ehrlich, aus meiner Sicht, würdest du einfach auf Kippen verzichten, scheißegal wie süchtig du bist, meinst du, dass das keinen Unterschied macht? Ich krieg die Sucht wirklich kaum runtergefahren. Ich hab's versucht, ey, ich hab mehrere Tage versucht. Also ich glaube tatsächlich, in deiner Position und an deiner Stelle würde ich sogar die Kippen mitnehmen. Ja, ne? Einfach, dass du, weil ganz, das Ding ist, dort klarzukommen, generell Situation, ist 80-90% Kopfsache. Und wenn die dazu führen, diese 7 Zigaretten, selbst wenn es nur mal ein Zug ist und dann, weißt du, und dann eine Stunde später noch mal ein Zug. Ja, ist scheiße, aber das ist, bist halt du, das ist halt so, das ist natürlich auch eine Art Suchtkrankheit und wenn das dazu führt, dass das für dich im Kopf Entspannung und so ein bisschen mental Motivation, könnte das halt schon ein guter Gegenstand sein. So, ich bin absolut nicht für Rauchen und so weiter, aber in der Situation wäre es für dich wahrscheinlich sogar sinnvoll, ja. Aber die große Frage ist halt, das hast du ja gestern schon so ein bisschen im Stream beantwortet, kommst du wirklich mit einer Kippe durch den Tag oder ist das eigentlich so, dass du sagen kannst, ja, dann kann ich es auch gleich lassen? So, nein, oder? Ich sag dir, ich schwör's dir, warum ich mit einer Kippe durch den Tag komme. Das ist eine Extremsituation, mir wird es an allem fehlen, aber brauche ich dringend einen Zug, nehme ich einen, mach die Kippe wieder aus. Ja. Und meine Aufgabe für mich ist es einfach, den Tag über so viel an Kippe zu spannen, dass ich abends ein paar ganz gemütliche Züge vorm Schlafengehen habe. Ja. Und dann legst du dich halt entweder in eine Hängematte und lässt dich vollregnen oder du legst dich halt auf einen dreckigen Boden und aber wie gesagt, dann musst du eigentlich auf den Schlafsack verzichten. Nee, ich lasse Moskitonetz daheim. Ich lasse Moskitonetz, ich habe es jetzt entschieden. Echt? Echt? Ich bin mit meiner Freundin draußen im Garten. Sie hat Stiche, ich nicht. Immer. Okay, vielleicht lassen die dich in Ruhe. Ich werde nicht gestochen, weil mein Blut ist vergoren und verkommen. Ich habe das schon gemerkt. Entweder habe ich eine komische Blutgruppe oder ich bin komplett, ich habe wirklich blaues Blut oder was. Das ist keiner Blut. Du dünstest das ganze Nikotin aus und deswegen kommen die nicht, weil du bist quasi so eine Art Räucheraal. Ja, aber warum, was sollen andere, Fritz nimmt auch kein Moskitonetz mit, der ganze Chat, oh nein, Fritz kann auch keins mitnehmen. Ich habe einen Gegenstand, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, aber weißt du, was ich meine? Und wir heulen, das ist ja Jammern auf hohem Niveau. Ja. Wie machst du das? Du reibst dich auch mit Dreck ein. Ey, du, ich habe keine Ahnung, ich werde erst mal gucken, was da überhaupt ist. Was ist da, was fliegt da rum, sticht mich das, nervt mich das? Kriege ich ein Feuer an, kann ich das mit Rauch wegmachen, schmiere ich mich mit Dreck ein, Kohle, keine Ahnung, ich werde es einfach ausprobieren. Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Du weißt, aber ey, hast du deinen letzten Gegenstand? Weißt du also den einen Gegenstand, weißt du denn jetzt? Ich tendiere zwischen ein paar Sachen, die aber eigentlich der gleiche Gegenstand sind, nur das Modell könnte vielleicht anders sein. Okay. Und probiere tatsächlich morgen, morgen werde ich testen und wahrscheinlich sogar eine finale Entscheidung treffen. Ja. Meiner Meinung nach, ein Gegenstand ist keiner. Geht Fritz Meinecke, der Chef der Show, mit null da rein. Nee. Ich sag dir, wie es ist. Ich sag dir, wie es ist. Als der große Survival-Boss von YouTube. Ich nicht. Doch? Nee. Habe ich nie behauptet. Und dann die 7 Tage durchstehen. Wie steht ein Fritz Meinecke da? Was ist mit Shitstorm Jahr 2022? Alles vergessen. Das ist mir doch egal, sollen die doch alle labern. Du ziehst es durch! Komm, Fritz! Ein Gegenstand nehme ich mit, ja. Nimm gar keinen mit! Nee, das können wir nicht bringen. Oh
Ich hätte es geil gefunden, wenn du dich jetzt so leiten lassen hättest. Ja, okay. Ja, klar, ist mir klar, was dein Plan war. Ich bin nicht blöd. Ey, das wäre krass. Nackt und mit nichts. So habe ja, ich es gesehen genau, bei Bear Grylls. So habe ich es bei dem gesehen. Bear Grylls nackt. Verwechselt sie, glaube ich, gerade mit Naked Survival, aber... Nein, nein, da, warte mal. Nee, nicht oder Bear Grylls. Stafford. Stafford, genau den. Ja, 60 ja, Tage ja. auf der Insel. Ich habe mir das angeguckt. Habe da ein paar Tricks so mir rausgefiltert. Habe ich angeguckt. Ja, der hat's gemacht. Der hat's gemacht. Das ist auch ein krasser Typ. Ich bin eigentlich also der Camping-Typ, normal. Ja, was bin ich dann? Screamer. Ich bin der Sweeten-Typ. Der Sweeten-Typ. Oder Ballermann, nee, wie hat man dich genannt? Ballermann-Assi? Nee. Der Ballermann-Assi, der bin ich. Aber im Luxus. Immer schön, mit Air-Condition-Zimmer und Minibar. Wichtig. Ja, ist wichtig. Hallo. Ey, Fritz, okay, also wir wissen alle, was dann der Gegenstand ist, mit dem du gehen wirst. Ist klar. Es ist ein Messer, Axt, es ist irgendeins eine Messerform, ne? Finde ich schade. Ja. Ich finde es schade. Ja, ich bin enttäuscht. Wenn Otto wirklich mit einer Gießkanne geht, weißt du, wer der Big Star der Show ist. Ja, aber dann muss er auch die Zeit durchkommen mit der Gießkanne, ne? Wenn du jetzt mit der Gießkanne reingehst und nach zwei Tagen raus bist, bist du auch nicht der Big Star. Ja, das stimmt. Ey, oder nimm doch was ganz anderes. Nimm doch, dass du wirklich denkst, du brauchst ein Messer. Du brauchst ein Messer für deine Flechttechniken und sowas, ne? Das ist sicher, ne? Das brauchst du halt, ne? Das hilft nichts, gell? Ich nehme vielleicht auch 100 Meter Frischhaltefolie mit. Das war meine Idee. Ich weiß. Ja, aber wie schlau war das? Ja, aber du wolltest ja 1400 Meter Industriefolie. Pass auf, ich wollte eine Rolle, eine große Rolle. Aber wie witzig wäre es gewesen, wenn ich auf einmal da anfange mit da. Wenn wir da stehen zu SIP, was nimmst du mit? Frischhaltefolie, alle lachen. Soll ich dir mal einen kleinen Insider geben? Ja. Die ersten drei Leute haben heute ihre Gegenstände abgegeben, ne? Als wir uns getroffen haben. Was? Ja. Es gab heute Joris, der Wildcarder, hat komplett abgegeben. Nova hat komplett abgegeben. Und Sabrina hat bis auf eine Sache alles gegeben. Eine Sache liefert sie nach. Was? Die sind schon eingeloggt. Okay. Die sind schon abgegeben. Was ist es? Habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. Ich muss ja um die Ecke warten. Das haben ja Max und Johannes gemacht. Keine Ahnung. Okay, und die sind abgenommen worden? Die haben gesagt, ist okay. Ja, okay, ich weiß, was Nova dann wahrscheinlich mitgenommen hat. Die war beim Biwaksack, letzte Info. Ich habe keine Ahnung, ich habe weder was gesehen noch geguckt. Die waren hinten auf meinem Auto, ich saß vorne, hab da noch ein bisschen die Vogelspinne und so. Als ob Fritz das nicht weiß, erzählt uns immer. Nein, wirklich. Komm, Fritz. Nein, aber wir werden es ja vorher veröffentlichen, das ist ja der Plan. Also es werden ja alle jetzt abgeben bis, keine Ahnung, was war's? Nächste Woche irgendwie, ne? Ich gebe am letzten Mitte, Tag ab. Ende nächster Woche. 23. Genau, und dann werde ich, so ist der Plan, glaube ich, eine PDF-Datei kriegen, die Max und Johannes ready machen. Und dann werde ich quasi von allen Leuten im Stream die Sachen veröffentlichen und zeigen, was sie da mitnehmen. Weil dann ist eh alles abgegeben, ist eh alles vorbei. Hey, es wäre halt so schade, man kommt da an und merkt, die Mückenplage ist gar nicht so schlimm und man regt sich so auf, weißt du? Halt ja, so aber das ist ja auch der Gag, ne? Bei der ersten Staffel, kannst du vielleicht daran erinnern, in der ersten Folge, da standen wir alle so nebeneinander, haben so die ganzen Sachen ausgepackt, das haben wir ja diesmal nicht. Ja, diese ganze Gegenstandswahl und so, das machen wir ja alles vorher und deswegen werden wir auch diese Gegenstände, nachdem es final alles abgegeben worden ist, quasi in einem Video veröffentlichen auf dem Live-Kanal. Ach so, die erste Folge wird gar nicht so ähnlich sein wie aus der ersten Staffel? Nee, wir werden diesmal mit der ersten Folge direkt in die Fresse los. Wie in die, auch wieder morgens in der Dämmerung? Das weiß ich tatsächlich nicht. Du weißt es doch ganz genau. Nein, weiß ich nicht. Ich schätze ja. Ich schätze ja, wann, wie, wo, weiß ich wirklich nicht, keine Ahnung. Was ist mit nackt? Was? Wie mit nackt? Ja, aber es war ja so, dass die alle auf einmal nackig rein mussten ins Wasser. Ja, war freiwillig. Musste ja keiner. War freiwillig. Ach echt? Das war freiwillig. Es war die Challenge. Du kannst alles reinpacken, so viel du willst. Und die Zeit läuft ab jetzt, ab dem Go und du musst an Land kommen. Ob du hättest deine Klamotten auch anlassen können, einfach an Land schwimmen. So, aber alle haben sie natürlich nackig ausgezogen, damit die Klamotten halt trocken bleiben, ne? Ja gut, aber das ist ja dort scheißegal, weil die trocknen ja, oder? Ja, da kannst du theoretisch auch gleich reinjumpen und sagen, hier, ich weiß halt nicht, ob es eine Challenge wird oder nicht, weiß ich, keine Ahnung. Das werden wir sicherlich dann vor Ort erfahren. Okay, also doch, du hast dich quasi schon verblasen, wir werden wieder vom Boot geschmissen. Keine Ahnung. Natürlich. Also irgendwas wird ja passieren. Ich denke schon, dass irgendwas passieren wird. Was es ist, keine Ahnung. Scheiße, ey, das ist so wirklich... Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir da irgendwie, ne, hier so, warte, wir machen nochmal das Beiboot oder irgendwas, wir machen hier nochmal die Luke runter, jetzt kannst du entspannt hier zum Strand gehen. Ja, pass auf, ist ein bisschen nass vorne, Achtung, nicht ausrutschen und jetzt wünschen wir dir viel Spaß, tschüss. So wird es sicherlich nicht ablaufen, glaube ich. Oh Mann, ey, wirklich, ey. Ja gut, Fritz, was sagst du? Wir werden schon mit einem kleinen Arschtritt in die Nummer starten, damit du auch gleich am Start bist.
Ja, wie am Start, morgens. Boah, X-Max, warte mal ganz kurz, mit dem 50er. Mensch, ey, X-Max, vielen lieben Dank für den Support. Ja. Also gerne auch mal an Fritz Community, der muss auch von was leben. Wenn da mal jemand einen 10er reindonnert, wird er sich auch freuen. Ja. Was soll ich tun mit den Kippen? Das ist... Pass auf, mach entspannt erstmal morgen deinen Teststream. 12 Stunden lang oder was davor. Guck dir alles an, teste aus, leg dich rein, mach mal einen Knoten, nimm mal eine Hand, drück mal einen Filter. Dann hast du mal ein Gefühl erstmal, ob da überhaupt was dabei ist. Vielleicht sagst du auch, ach, ey, komm, ich gehe auf Saschas Niveau, ich nehme nur 5 Sachen mit, der Rest ist taugt nix. Du spinnst doch, ehrlich. Das wird mir garantiert nicht passieren. Ich habe mir schon die ein oder andere Notiz für die Insel aufgeschrieben. Was denn zum Beispiel? Ja, lass mich doch mal teilhaben. Du kannst da ja mal mit deinem Trainer drüber sprechen, weil ihr habt da ja eh so ein, das System mit so einem Special-Ding völlig überrollt, ne? Wir haben das System überrollt? Ja, habt ihr doch erzählt. Ja, Martin hat groß erzählt damals. Ihr habt da irgendwas in der Planung oder so. Du, wir machen einfach unsere eigenen Trainings, ne? Ja. Wir denken halt, weißt du, was ich meine? Das hast du ja auch schon vielleicht gemerkt, bei anhand der Sachen, wie ich die einreiche oder nach denen ich frage, dass ich ganz anders denke. Ganz ja, nicht so survival-mäßig, sondern ich denke ganz anders. Ich denke anders. Ja, ist ja auch spannend. Ja. Und final werden deine 7 Gegenstände halt trotzdem ganz normale Gegenstände sein, die einfach im Ausrüstungs-PDF standen. Ohne ein Hackmeck. Ja, leider. Ja. Naja, das ist halt das Problem, ne? Ja, aber Knossi, guck mal, ganz ehrlich, es will dich doch, frag deine Zuschauer, keiner will Knossi sehen, wie er auf einer Beachcouch unter einem schönen Dach mit einem Moskitoshelter drumherum hockt. Das will doch keiner sehen. Aber für die erste Staffel war es okay, dass irgendwie Bolle im Campingwagen fast schon da gelegen hat. Ja, da haben wir draus gelernt. Ja, das war, da war's vollkommen okay. Nee, doch. Das war nicht okay und deswegen haben wir es jetzt geändert. Das wollen wir nämlich nicht nochmal. Chat schreibt bei mir, doch, wollen wir. Ja, ich sehe es. Chat will mich so sehen. Das gibt's doch nicht. Natürlich, was denkst du denn? Die Leute, meine Leute wünschen mir Schlechtes oder was? Nein, die lieben mich. Mega chillig wär's, natürlich, Angelcamp, haha. Ja, ja. Oh Mann, weißt du, was ich richtig Sorge habe? Dass ich nicht weiß, was ich filmen soll. Oder dass ich am dritten Tag nicht mehr filmen kann, weil ich keine Kraft mehr habe. Weil ich nicht mehr weiß, was ich dann filme. Oder so, da habe ich echt große Sorgen. Ah, glaube ich nicht, weil ganz ehrlich, du wirst vom Kopf her, von deiner Psyche, weil du so ein Typ bist, das brauchen oder suchen, um überhaupt mit irgendwen zu reden, deine Gedanken zu teilen. Du denkst so, ja, mit wem soll ich das sonst reden? Mit der Baumfuchtel? Aber wir haben heute eine Baumfuchtel gesehen, ne, eine Originale. Eine Lanzenotter? Ist eine Baumfuchtel? Die Lanzen, also ich habe jetzt Reportagen gesehen, die Lanzenotter, die Drecksau, die kennst du ja, ne? Die beißt, bist du weg. Ja, wir haben aber noch die Bushmaster, haben wir gesehen. Bruder, die Baumfuchtel, die Ratte, dieses Dreckviech. Das kann doch von Gott nicht gewollt sein, diese Schlangen. Ich schmeiß jetzt mal so ein paar Worte rein, einfach, was heute passiert ist, okay? Ja. Kanüle. Spritz. Menschenblut. Ah, das habe ich in deiner Story gesehen. Menschenblut, was geringt. Giftabnahme. Schlangengift plus Menschenblut. Reaktion. Schlangenblut und Menschenblut. Hast du Blut von dir gegeben? Ich nicht, aber ja, wer anders. Wirklich? Ja. Pistiert. Ich dachte, die drehen völlig durch. Plötzlich heißt es, ey, hier, können wir mal gucken, wie das auf Blut reagiert. Oh Mann, ey. Weil und das war krass. Warum? Das Blut war da, 2-3 Tropfen von so einer Schlange rein, hin und her gewackelt, Pudding. Komplett. Sofort. Nichts mehr flüssig, komplett Pudding. Oh, scheiße. Ja, klar. Ja, gut, wenn das passiert, dann ist so, ne? Ich habe vor sowas gar nicht so Angst. Also, ich dachte auch, ich hätte mehr Angst. Ich habe mehr Angst, wenn ich an so einen Tümpel gehe. Ich weiß ja gar nicht, ob es da Tümpel gibt oder so. Da habe ich mehr Angst, dass mir die 2 Augen angucken, ne? Vor sowas habe ich mehr Angst. Ja. Und halt vor mir selbst, ne? Ja, das ist wirklich auch die größte Gefahr eigentlich. Man selbst. Ich habe Angst, dass ich nach 3 Tagen komplett Entzug, von allem entzogen, wirklich, dass ich wild werde, dass ich wahnsinnig werde. Dass ich die Kamera anmache und alles verfluche und durch und blöd werde. Ja, geil. Was geil? Ja, mega. Ich habe angefangen, mir Kriegsbemalung zu machen. Mann, ich bin doch wirklich ein genügsamer Typ, aber... Ja, wenn aber die Insel wird das erste Mal zeigen, was für ein Mensch du wirklich bist. Was? Ganz tief im Urinstinkt, Knossi. Was im Urinstinkt du für ein Mensch bist, wird das zum Vorschein bringen. Das, ja, was für ein Urinstinkt, was ich für ein Mensch bin? Ja, gucken, ob du...
ob du ein geborener Kämpfer bist. Ich sehe schon, wirklich. Pass auf. Tag 4 im Dschungel. Auf einmal siehst du. Und dann Knossi, der Name so. Ihr fahrt zu mir. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Mit eurem Scheiß hier! Stellt ihr vor. Ja, das ist wichtig. Das muss auch raus. Da muss, man muss die Hüllen fallen lassen. Emotional. Ich schwöre, das passiert. Ich spüre das jetzt schon. Mit seinem Scheiß, der Meinecke. Ja, das ist völlig okay, das ist wichtig. Dann werde ich sie alle, weißt du was ich meine, dann werde ich an diese ganzen Gespräche denken mit deiner Redaktion und mit allen. Ja. Und dann werde ich alle Namen durchgehen, werde sie alle durchdrehen und am Ende sage ich, wisst ihr, was das Schönste auf der Welt ist? Eine Schachtel Gaulois Blanc, die rote. Wenn du diese Folie langsam abziehst und dann das Trennpapier abdrehst, Geräusch und dann einfach an so einem Filter lecken. Verdammte Scheiße mit eurem Dreck. Ja, und dabei musst du aber die ganze Zeit deine letzte Kippe rauchen, obwohl es Tag 4 ist, aber es ist deine letzte Zigarette einfach. Ja, aber darum, genau, aber ey, dafür muss ich halt echt Zigaretten mitnehmen, ne? Ja, ist wichtig. Aber glaubst du, du bist so diszipliniert, dass du wirklich 7 Zigaretten dir wirklich aufsparst? Oder bist du irgendwann so, wo du sagst, ich mach eh nur 3,5 Tage, ich rauche jetzt pro Tag 2? Mein Plan ist es, mit 7 Zigaretten am 1. 3 rauchen, am 2. 2. Ja, pass mal auf. Und während der Show runterfahren. Ja, warum lachst du? Aber das ist, dass ich mich am Anfang, umso wohler ich mich fühle, umso mehr kann ich das Ende ausklingen lassen. Locker. Klar. Auf entspannt. Ich bin am Arsch. Warum habe ich das zugesagt? Heute war so ein Tag, wo ich echt bereut habe. Ich habe meinen Geschäftspartner gefragt, können wir irgendwie absagen? Google mal Corona-Partys. Google mal, ob es das noch gibt. Fritz, ich weiß echt nicht, was ich mir da angetan habe. Ich sag's dir. Ja, aber jetzt guck mal, du bist drin, du bist durchgeimpft, du machst morgen den Stream, du hast fast deine Gegenstände zusammen. Es ist eigentlich, es ist Roulette, rien de plus, nichts geht mehr. Ja. Das Ding ist durch. Wir kommen da an und dann geht's direkt los, oder was? Nö, wir werden ja bestimmt noch kurz ein bisschen Einweisung, Briefing, sicherlich noch Fotoshooting machen, weil wir brauchen ja dieses Banner, ne, was wir oben haben, so von allen Kandidaten und ja. Und dann schlafen und los. Ja, denke ich mal, ja. Ja, wie soll man denn, hast du mal an das gedacht? Das habe ich nämlich heute gedacht. Erstmal wird das sicherlich eine andere Zeitzone sein. Natürlich, ja klar. Wie soll man, bevor es losgeht, Schlaf finden vor lauter Aufregung? Ich bin so ein Typ, sogar heutzutage, vor jedem Auftritt, und wenn es nur irgendein Auftritt im Megapark ist, so, kann ich die Nacht vorher schlecht schlafen. Ich schlafe fast immer schlecht, weil irgendwas am nächsten Tag ein Termin ist. Ja. Und gerade das, weißt du, was ich meine? Meinst du, bist du so ein Typ? Ja, du bist so einer, ne? Du legst dich hin und schnarchst. Dich juckt gar nichts. Jo. Ja. Hey, und bei mir ist, ich werde abends, also wird nochmal, Sascha, wach auf, Sascha! Ich kann nicht schlafen, Sascha! Weißt du? Ich habe heute zu Max und Johannes den Vorschlag gebracht, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, ob wir es schaffen, einen großen Raum zu kriegen, wo wir alle drin schlafen können. Nee, bitte nicht. Ich würde es mega witzig finden, weil dann pennt keiner. Da ist richtig Klassenfortstimmung dann. Aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Alter, tickst du noch ganz richtig? Hey, wäre doch mega. Willst du also irgendein Hotel noch irgendwo anheuern und sagen, gib uns den Konferenzraum? Ja, und dann schlafen wir alle so mit Feldbetten da drin. Ich würde es richtig feiern. Alter, auf was habe ich mich eingelassen? Auf was wird nicht passieren. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich würde es witzig finden. So. Ja, es wäre schon witzig, aber nicht in meiner Staffel. Sag ich dir, wie es ist? Ja, aber so fürs Gruppenfeeling einfach. Heute ganz witzig. Heute ganz, ganz witzig. Kannst du dir aufschreiben? Vielleicht sehr interessant für dich irgendwann. Ich habe heute mit Steven Gätjen gesprochen. Kennst du den ProSieben-Moderator? Ja, hat sich ja die Bänder zerrissen. Ja, was? Er hat sich die Bänder zerrissen. Der hat sich die Bänder... Ach, du kennst ihn ja. Na ja, na klar. Ja, klar. Hab ihm von dieser Show erzählt. Der kannte die gar nicht. Und hat gesagt, oh, Knossi, mein großer Traum mal, mich so selbst auszutesten. Das würde ich so gerne mal machen. Du musst es jetzt für ihn machen, ne? Nee, aber irgendwann mal. Falls du noch einen für eine Staffel brauchst, merk dir mal den Namen. Steven Gätjen. Mal die Oscars moderiert. Ja, ja, direkt nach den Oscars rein in den Dreck irgendwo. Was klar, aber mit, auch mit Anzug komplett. Mit Anzug? Ja, ja, mit Anzug, mit Lackschuhe. Ja, was klar. Für Schuhe ziehst du an? Ich denke mal mit Sohle halt, ne? Jetzt habe ich echt mal noch eine Frage, was die Kleidung angeht. Ey, Pummelfee, danke für den Gegifteten. Kuss. Danke dir. Jetzt habe ich mal eine kurze Frage. Die Kleider, die ich da ausgesucht habe, ich fand... Ich sehe mich wirklich eher da mit meinen ganz normalen kurzen Hosen und T-Shirt. Weißt du, was ich meine? Ich finde das alles, dass ihr da zu hart denkt oder dass das zu unbequem ist, dass man sich in den Kleidern nicht mal mehr wohlfühlt. Weißt du, was ich meine? Dass du nur so warmes Zeug an hast, schwitzt wie so ein Schwein, rennst da rum und hast nicht einmal was. Abends gehst du doch auch mit Boxershorts und mit T-Shirt ins Bett. Ich habe nicht mal ein T-Shirt dabei. Aber du kannst ja ein T-Shirt dabei haben.
Ja, aber dann fehlt Ja. mir ja das Langärmliche, was ich auch irgendwo brauche, ne? Na jo, gut, da hast du ja eine Jacke, wenn du, die kannst du ja langärmlich machen, wenn du willst. Was nimmst du mit, Kleider? Können wir das, kannst du das mal kurz irgendwie für mich, mir helfen? Ja, schon Style. Also Priorität 1 ist ganz klar Style. Wirklich? Ja, klar. Das juckt mich gar nicht. Also ist da wirklich, ja klar. Das ist, hab ich Ja, mir gedacht, dass du so Style, denkst. Ach, dann was? Punkt 2, Funktion. Ja, was Funktion? Okay, Und kommen wir Funktion. Weil die sagt, die hat 8 Taschen. Toll, was soll ich mir da reinpacken? Es juckt mich ja, nicht. das brauche ich nicht. Nein. Funktion im Sinne von robust, ja, Ja. aber auch nicht zu dick, dass du nicht zu sehr schwitzt und auch dann eher schnell trocknet. Wenn du da so eine kleine dünne Anzugshose hast, dann zerreißt du dir halt so, ne? Glaube ich. Ja, aber ey, wie gemütlich ist mal so eine kurze Hose? Willst du nicht mal barfuß rumlaufen auch? Barfuß. Ja, weißt du mal, barfuß? Gar nicht? Du läufst wirklich. Du bist halt da nicht auf einem Malediven-Fünf-Sterne-Resort und so, Ja, ne? aber du schläfst doch nicht mit Schuhen, oder? Ja, ich glaube schon. Wirklich? Ja, du musst einsatzbereit sein. Stell dir vor, bam, Baumfuchtel. Willst du dir erst noch 3 Minuten deine Schuhe anziehen? Ja, aber. Piratenangriff, keine Ahnung. Du musst ja direkt ready. Ach Quatsch, ey, hast du das mal überlegt? Was mache ich? Angenommen der Fall, habe ich heute auch drüber nachgedacht. Angenommen der Fall, ich lieg da, es ist Nacht, es kommt ein Boot. Und ich krieg doch Todesangst. Kommt so ein kleines Boot, ein Lichtlein brennt. Was machst du? Soll ich die Kamera draufhalten, Jane? Ja, klar, immer erstmal Kamera an. Immer erstmal Kamera an. Und dann einfach, ich meine, du bist da der Typ für mal freundlich Hallo sagen. Moin, ich bin's, Knossi, der Inselkönig. Angenommen, die reichen mir eine frische Cola. Bin ich da, habe ich dann verloren? Boah, gute Frage, Ja, ne? das musste man nämlich auch vorher mal abklären. Angenommen, da kommt auf einmal, die machen Urlaub auf dem Hausboot und fahren halt zufällig an die Insel ran, sind bei mir am Beach, denk, was ist das für ein Wilder? Ich komme dahin, erkläre denen in gebrochen Englisch, who am I? Und dann hab da was zu trinken da und die holen mal eine Cola raus oder geben mir was zu essen. Was? Wie verhält sich das mit euren Regeln? Weil ich hab's nicht mitgenommen. Ich hab's gefunden. Tatsächlich, ja, du, keine Ahnung, müsste man mal jetzt Max und Johannes fragen, wie sich das verhält. Kann ich gar nicht einschätzen. Ja, weil das ist wie angeschwemmt, ne? Was willst du Ja. machen? Also, Ja, es ist wirklich 1:1 wie angeschwemmt. Also es ist eigentlich das Gleiche. es ist das Gleiche, ne? Ja, Wenn die auf einmal eine ja. Stange Gaulois da lassen, ich hab. Klar, wenn die plötzlich da dich einladen auf ihr Hausboot, du da drauf schläfst, erstmal Grillparty, dies, das. Das ist ja wie angeschwemmt eigentlich. Nee, pass auf. Ja, aber wie soll ich da handeln? Weißt du, nach 4 Tagen auf einmal kommt da wirklich ein Boot an und die machen da kurz am Beach und schwimmen kurz eine Runde. Wie Ganz soll. ehrlich, weißt du, was ich machen würde? Ich Ja? würde mir erstmal Kriegsbemalung ne, Ja? machen und mich dann wirklich auch im Gebüsch erstmal auf die Lauer legen. Boah, Alter, die werden doch mehr Angst vor mir haben, ne? Ja klar, deswegen, die sollen gleich wieder abhauen. Ich frage die nicht nach einer Cola. Nein, 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 aber wenn die. Ja, aber wenn das so wäre. Ja, was? Ja, gut, ich lasse Vielleicht einfach. würde ich auch Steine schmeißen in Richtung Boot. Wenn ich die Kamera auslasse, kriegt ihr es gar nicht mit und habt meinen Ranzen voll gefressen und ihr wisst gar nichts davon. Ha, kann auch passieren. Ja, aber wir haben ja 24/7 Drohnen mit Thermalkameraüberwachung. Dann kommt ihr vorbei und scheucht die Leute weg, oder was? Ja, klar. Ja, gut. Aber ey, ich habe wirklich, hab echt davon gedacht, habe gedacht, ey, wie man sich in die Hose scheißen wird, wenn da echt sich ein Boot nähert. Wenn du da 3 Tage allein bist, dann wirst du dir nur noch einscheißen. Nur noch. Ja, kommt aufs Boot drauf an, ne? Wer da so drauf ist. Naja, Piraten bleibt. Captain Jack Piraten Sparrow. und. Na gut, dann scheißt du dir ein halt, ne? Stell dir Und mal vor, bist dann. am Beach, weißt du, die letzten Hab- und Seligkeiten werden dir noch abgezogen. Ja. Was kommt Die da ziehen einer dir, mit? die kommen an und ziehen dir nur die Kippen ab. Du hast noch 3 Kippen, die nehmen die ab und fahren wieder. Oh! Ich schwöre dir, heimlich, Kamera läuft mit, die ziehen mir alles ab, gib Hose her. Ja, okay. Bruder, alles weg. Wer Das kann weiß? passieren halt. Ja, ey, es ist alles nicht vorhersehbar, was passiert, Nee, ne? Sag ich dir. ist es ja nicht. Auf Ach, der einen schön. Seite freue ich mich, aber es gibt nichts, was ich mir sehnlicher herbeiwünsche als dieses Ende dieser Show. Ja, das glaube ich dir. Glaube ich dir aufs Wort. Ich habe schon Und gesehen, du kann hast ich gerade aufs komplett Handy geguckt, wie verstehen. lange wir schon telefonieren. Das ist, weil du so viel laberst. Ja, dann leg doch auf halt. Leg doch, ich bin doch, ich versuche ja, ich telefoniere so gern mit dir in diesen Tagen, weil ich immer denke, ich krieg was von dir, irgendwas, Aber aber es kommt nichts bei rum, ne? nein, Das ist gar so scheiße. nichts. Ja? Überhaupt nichts. Du sagst, Ja. du bist aber eher pro Kippen, merke ich. Das ist schon mal. Ja, doch, bin ich. Weil es ist, diese ganze Geschichte ist Kopfsache. Und wenn das tatsächlich dazu führt, dass du Motivation tankst und dadurch einen halben Tag länger durchhältst, why not, ne? Gib mir eine Schachtel und ich verzichte auf 2 Gegenstände. Naja, also du kannst ja auch, du kannst ja 14 Zigaretten mitnehmen. Das sind dann 2 Gegenstände. Ich rede von der Schachtel. Schachteln sind wie viel drin? Wie viel sind da drin, die für 15 Euro? 30? 40, 50? Ich weiß es nicht. Die Das sind große. dann, Alter. Dann Die musst du halt große. alle 7 Gegenstände. 49 Kippen, 7 mal 7, wären halt alle 7 Gegenstände dann. Ich verzichte. Okay, 20 Zigaretten, ich verzichte auf 2 Gegenstände. Na, 2 Gegenstände wären 14 Zigaretten.
30 Kippen, zwei Gegenstände. Also in der Schule, ich glaube, ich weiß nicht, welche Klasse, war einmal eins. Du musst die Siebener-Reihe durchgehen. Sieben, ein Gegenstand. Ja. Ich muss ja was 28. rausholen. Ich muss ja ein bisschen was 35. rausholen für mich. Oder bist du der bei Alanya am Bazar sagt? 42, T-Shirt, 49. T-Shirt 40 Euro? Okay, hier 50, passt schon. Man muss handeln. Ja, aber wir sind ja nicht auf dem Bazar, wir sind ja bei Seven vs. Wild, gut, dem größten Campingformat auf YouTube. Okay. Ja, aber eine Schachtel, ein Gegenstand. Das Krasse ist, das stand erst fest für euch nach allem. Ne? Also das war von vornherein, das wusste ich bei meiner Zusage nicht. Ne? Ja, das ist wirklich auch beschiss eigentlich ein bisschen. Es ist so geil. Ja, Fritz sagt echt, deine Position ist die beste. Wenn man am längeren Hebel sitzt, gell, und machen kann, was man will, das ist einfach das Allerbeste. Ja. Guck mal, du und Sido, ihr beide wart dafür verantwortlich, dass ihr mich Gemeinige genannt habt. Das stimmt wirklich. Ey, das muss ich. Mein ganzer Chat, ich werde nur noch Gemeinige genannt. Sido hat's gesagt. Sido hat's erfunden. Ja? Ja, Sido hat's, genau, und du hast wiederholt. Ja. Der ist ja ein Wortakrobat, ne? Da muss man erstmal drauf kommen. Gemeinige, stimmt. Da muss man erstmal drauf kommen. Sprechgesangskünstler, da kam's durch. Überleg mal. Ja. Und seitdem, ja, ist auch Programm. Das musst du dir auch beibehalten. Es bringt nichts rumzufalschen. Es ist so, wie es ist. Ich habe mich einfach von meinem Charakter her in den Namen entwickelt, der mir gegeben worden ist. Ja. So. Ich habe drei Zigarettenbehälter auch, also das bestellt, was es so gibt. Und ich glaube, dass keiner von denen wirklich wasserdicht ist. Aber da habe ich schon, ich glaube, dass eine kleine Tupperdose erlaubt ist. Ne? So eine kleine, irgendwie so eine Click-and-Fick-and-Click. Ja, diese Lock-and-Block-Click-Dosen, keine Ahnung, muss man mit Max Johannes sprechen, aber die werden ja wasserdicht, wo du das irgendwie reinpacken kannst, so. Ja, was soll ich machen, Fritz? Dann mache ich halt, ne? Gut, dann werde ich jetzt mal Nova kontaktieren und die mal fragen, was die mitnimmt. So sieht's aus. Und ich schicke den Kontakt rüber, kannst du anrufen, mal gucken, ob es rangeht. Und ich werde mit dem besten Trainer, Survival Martin, natürlich noch ein paar Sachen aushacken. Ja, da hast du dir schon den Richtigen gesucht. Ich habe das Gefühl, der tut dir nicht ganz gut manchmal. Doch, der tut mir gut, weil der auch Rache schwören will. Ja, weil der auch immer so ein bisschen... Der will Rache schwören. Ihr habt dem letztes Jahr aus seiner Jacke das Moskitonetz rausschneiden lassen. Der hat Hass. Der die Regel hat nicht richtig lesen kann. Oh ja. Nein, das ist gut. Wir werden schon uns was Gutes überlegen. Ne? Ich bin nämlich nochmal, es gibt auch, weißt du, abseits vom Stream gibt es geheime Treffen, von denen der Chat oder niemand was weiß. Also wer denkt, ich bereite mich nicht vor oder er kriegt es nicht, nur weil ihr es nicht mitkriegt oder so. Es passieren Dinge und Ideen und etc. Alles im Background und das werdet ihr dann sehen, wenn die erste Folge aufgeht von Seven the Wild. Knossi im verdammten Dschungel drin. Gut, alles klar. 15 Euro, Marlboro, die roten, zwei Gegenstände. Ciao. Überlegst dir. Ciao. Ach, es ist doch immer wieder schön. Danke. Alge.